Bevor es aber eine ausgibt, wird gearbeitet. Anfangs Mai stand in Höchst Vorarlberg eine mobile Schnapsbrennerei auf dem Anwesen von Anton Brutti. Somit begrüße ich euch zu einer hochprozentigen Reportage. Vorbereitung, sauberes Geschirr und ein Alkoholmeter mit Volumenprozentanzeige. Dann laufst du da um. Die Dämpfe, wo der Alkohol steigt da oben und kommt da durch das Rohr. Das Kühlrohr kommt, läuft, da wird abgekühlt und dort unten kommt auch der Alkohol raus. Zuerst aber muss kräftig eingeheizt werden. Diese Arbeit übernimmt der Heizer, der Bruder von Toni, der Rudi Brutti. Günther Wölke, der Dritte im Bunde, welcher eine Helferfunktion hat. Ohne Obst kein Obstbrand, so viel steht fest. Welche Früchte den besten Hochprozentigen liefern, rüberscheiden sich die Geister. In Vorarlberg wird meistens Kernobst, also Äpfel und Birnen, für den Obstbrand verwendet. Toni hat das Glück, dass er die Äpfel und Birnen gratis bei Einfamiliensiedlungen, welche Obstbäume in ihren Gärten stehen haben, sammeln kann. Mit Moped und Anhänger sieht man Toni im Herbst, wenn die Früchte reif sind, durch den Ort Höchst fahren. Je reifer und süßer die Früchte, desto besser der Obstbrand. Einige Erfahrungen und Kenntnisse beim Einmeischen muss auf jeden Fall vorhanden sein. Die Maische ist der Rohstoff für den edlen Brand. Vollreifes, sauberes Obst wird zerkleinert und etwas unterhalb von Raumtemperatur in einem geeigneten Behältnis zum Gären gebracht. Am besten ist die Spontangärung ohne Zusatz von Hefe. Bei der Gärung wird Fruchtzucker in Alkohol umgewandelt, während Aromastoffe so gut wie möglich erhalten bleiben sollen. Ein Gärkübel schließt Sauerstoff aus, erlaubt aber das Entweichen von Kohlendioxid durch den sogenannten Gärspund. Mit technischer Hilfe oder einer guten Nase bestimmt der Schnapsbrenner letztlich, wann die Maische reif zum Brennen ist. Rudi kontrolliert noch, ob der Ablauf geschlossen ist. Nun wird der Kupferkessel mit der Maische befüllt. Rund 100 Liter passen da rein. Im Innern der Kammer dreht sich ein Rührwerk, das außen montiert ist. Dann wird der Kessel gut verschlossen. Bis das Füllgut gute 80 Grad Temperatur erreicht hat, gibt es allerhand Arbeiten, die anfallen. Alle Eimer abspritzen und reinigen und immer aufpassen, dass das Feuer brennt. Für eine weitere Befüllung später dann wird schon die Maische aufgerührt. Das sind alles Tätigkeiten, bis der Kupferkessel die Siedetemperatur erreicht. Vorgängig wird schon das Ablaufrohr umgehängt, in der dann die ausgekochte heiße Maische in einen geschlossenen Schacht abgelassen wird. Später holt dann ein Landwirt mit einem Jauchefass die tote Maische und spritzt sie als Jauche aufs Feld. In Tonis Werkzeugkammer steht schon ein Bidon mit reinem Alkohol, sprich Schnaps. Dieser Alkohol wird nochmals als Feinbrand destilliert. Des Heizers Aufgabe immer nach dem Feuer sehen. Nun sind die 80 Grad Celsius Siedetemperatur erreicht und der Alkohol fließt. Zu Beginn jedes Brennvorgangs entsteht ein milchig trüber Vorlauf, der nach giftigem Methylalkohol riecht
und entsorgt wird. Aber schau, schau, wie der gute Schnupf vom Rehrl aus rinnt. Ja, das gibt ein Murzgaudi und ein Rausch noch dazu. Man freut sich über das Endresultat stundenlanger Arbeit beim Äpfel- und Birnenauflesen und Einmeischen. Der volle Behälter mit Schnaps wird dann ins Fass gekippt. Edelbrände aus Kernobst werden übrigens zweimal gebrannt. Diesen Brennvorgang nennt man den Feinbrand. Auf Donis Anwesen gibt es auch eine Specksälcherei. Momentan ist sie leer, aber ein feines Stück geselchten Speck hat er mir überlassen. Nun wird die ausgebrannte tote Maische über ein Ablaufrohr in einen geschlossenen Schacht entsorgt, wo er dann als Dünger weiterverwendet wird. Wie schon im Film erwähnt, muss Kernobst mit einem Feinbrand veredelt werden. Das heißt, der Alkohol im Fass muss nochmals destilliert werden. Dazu muss der Kupferkessel gereinigt werden. Es dürfen keine Überreste der Maische vorhanden sein. Mit Bürste und Wasser wird gereinigt. Der Fahne, der Kontrolleur. Der Kontrolleur mit Quittungsblock und einem Spezialreiniger ist eingetroffen und kassiert anschließend für die Alkoholverwaltung. Das Ablaufrohr, über welches die Maische abgelassen wurde, wird nun entfernt. Das Rohr zum Entwässerungsschacht an der Straße wird angeschlossen. Über dieses Rohr wird das Reinigungswasser abgeleitet. Das Geistrohr und der Geisthelm werden entfernt und einem Reinigungsprozess unterzogen. Das Innere des Kupferkessels mit Rührwerk. Nach der Reinigung wird das Schmutzwasser abgelassen, der Geisthelm und das Geistrohr wieder aufgesetzt. Der Kupferkessel nennt sich in der Fachsprache Brennblase. Nun wird der Schnaps vom Roh- oder Raubbrand in die Brennblase eingefüllt, mittels eines Kompressors und Schlauchleitung. Super.
Schnelllauf, der berühmte. Rudi Brutti, der Heizer, hat nun die Aufgabe, den Kessel wieder zu befeuern. Während der Alkohol zur Weiterverarbeitung in die Brennblase fließt, gibt es die Verkostung eines Birnenbrandes aus der Bullinger Birne. In Vorarlberg wird sie Su-Birne genannt. Danke schön, gut gegangen, gell? Gemeinsam wurde der 10-jährige Birnenbrand verkostet. Schaltet selber ein. Ja, läuft schon. Oh, schau, wie der gute Schnaps über die Kurve oben rinnt. Prost! Die Brennblase wird nun wieder aufgeheizt. Je höher die Thermometeranzeige steigt, desto vorsichtiger muss geheizt werden. Zu Mittag hat uns Mariette zu Tisch gebeten. Eine feine Gerstensuppe hat sie dahergebracht. Und ein Most aus Tonis eigener Produktion stand auch auf dem Tisch. In der Zwischenzeit steigt die Temperatur immer höher. Im Ofen brennt nur noch ein schwaches Feuer. Bald ist der Siedepunkt erreicht. Langsam tröpfelt der giftige Vorlauf in den Becher. Dieses Spaltprodukt ist giftig, deshalb kann die Aufnahme von Methanol zur Erblindung in höheren Dosen sogar zum Tod führen. Wegschütten ist dringend empfohlen. Nach dem Vorlauf läuft eine Zeit lang eine sehr hochprozentige Flüssigkeit in ein Behältnis, welches nur zum Einreiben äußerlich verwendet werden sollte. Der gute und aromatische Schnaps fließt anschließend in den Stahleimer. Er wird zugedeckt, dass die Aromastoffe nicht entweichen und eventuelle Verschmutzungen des Brenngutes verhindert werden kann. Der Alkoholgehalt ist am Anfang bei 80 Volumenprozent, nimmt dann mit der Zeit langsam ab. Nur noch ein kleines Feuer brennt im Ofen, denn dieser Destillationsvorgang muss langsam und über mehrere Stunden geschehen. Der gewonnene Alkohol zu Beginn, der zum Einreiben bei Schmerzen gedacht ist, wird in eine Plastikflasche abgefüllt. Bis die Brennblase mit den 100 Liter Alkohol destilliert ist, kann es bis zu 6 Stunden dauern. So lange wollte ich nicht warten. Noch einige Filmsequenzen von Toni und Mariettes zu Hause.
winke, winke. Thank you.